Herzlich willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo hier beim Metalizer. Heute zeige ich euch Street Power Soccer. Das Spiel wird am 25. August für PC, PS4, Xbox, Nintendo, Switch erscheinen. Ja, ihr habt richtig gehört, für alle Konsolen und den PC. Auf dem PC wird es bei Steam erscheinen. Und auf dieser Version habe ich auch gespielt, also auf der PC-Steam-Version. Vielen Dank an die Entwickler an dieser Stelle für den Key. Und ja, ich stelle euch das Spiel wieder ein bisschen vor und zeige euch, was man machen kann. In Street Power Football geht es nicht um den klassischen Football, sondern eher um ein wenig Style und ein paar coole Moves. Also eher Straßenfußball. Ja, in jedem Level bzw. in jedem Modi bekommen wir ein kleines Tutorial. Das hier ist Sean, der erklärt uns so ein bisschen die Grundlagen vom Spiel, erzählt uns noch ein bisschen was zu seiner Geschichte und leitet uns wirklich sehr, sehr gut durch die einzelnen Modis. Ja, wie die einzelnen Modis aussehen, das zeige ich euch jetzt. Dazu sei natürlich noch erwähnt, dass es einen Singleplayer und einen Multiplayer geben wird. Und wir sehen hier an dieser Stelle die Charakterauswahl. Wir können sowohl mit männlichen als auch mit weiblichen Charakteren spielen. Und die Teams können bei Street Power Football auch gemischt werden. Jedes oder jeder Charakter hat noch einmal ein eigenes Set an Kleidung und wir können neue Kleidungsgegenstände bzw. Accessoires auch im Laufe des Spiels noch durch Punkte freischalten. Der erste Modus ist der Become King Mode bzw. Street Power Mode und wir bekommen hier ein kleines Tutorial. Man kann es vergleichen mit dem Karrieremodus. Außerdem haben unsere Charaktere noch Special Moves. In den meisten Spielen können wir aussehen, ob wir 1 gegen 1, 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 spielen möchten. Und das Ganze funktioniert auch im lokalen Multiplayer. Ja, und hier sehen wir noch einmal die angesprochenen Superkräfte. Es gibt zum Beispiel ein Kraftschild oder einen Luftsprung, der wirklich sehr, sehr gut ist, der Luftsprung, muss ich sagen. Oder den Raketenschuss, der sich wie ein ballistisches Geschoss verhält. Wie bereits angesprochen, gibt es 5 verschiedene Singleplayer-Spielmodis. Den Story-Mode, den Freestyle-Mode, den Trickshot-Mode, das Street-Power-Match und Panna. Hier sehen wir jetzt den ersten Mode, und zwar ist es das Street-Power-Match. Hier können wir 1 gegen 1, 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 gegen die KI bzw. im Multiplayer auch gegen andere Spieler spielen. In diesem Modi geht es unschwer zu erkennen darum, wer nach Ablauf der Zeit die meisten Tore geschossen hat. Wir können hier natürlich auch ein bisschen tricksen und ein paar coole Moves machen und nach jedem Tor gibt es auch nochmal einen Replay mit einer besonderen Kameraeinstellung. Während des Spiels tauchen auf dem Spielfeld auch Items auf. Diese können wir aufsammeln und dazu verwenden, um beispielsweise unsere Ausdauerleiste wiederzufüllen. Der nächste Mode, den ich euch vorstellen möchte, ist der sogenannte Trickshot Mode. Dieser funktioniert aktuell nur im Singleplayer und hier geht es darum, dass wir mit möglichst viel Style ein paar Gegenstände mit unserem Ball treffen. Man mag es kaum glauben, es ist gar nicht so einfach. Es sieht ziemlich einfach aus, aber man muss schon ein bisschen gucken und ein bisschen schauen, wie man am besten schießt, damit es auch möglichst cool aussieht. Also macht auf jeden Fall Spaß, funktioniert aktuell nur im Singleplayer und es gibt 3 verschiedene Schwierigkeitsstufen, also leicht, mittel und hart. Bei den verschiedenen Schwierigkeitsmodis variieren am Ende die Zeit und die Anzahl der Schüsse, die ihr habt.
Der Soundtrack von Street Power Football eignet sich natürlich auch hervorragend, um eine Runde Freestyle zu spielen. Hier würde es natürlich gut passen, wenn ich euch die Musik zeigen könnte, beziehungsweise ihr die Musik hören könntet. Aber da ich nicht möchte, dass das Video unbedingt gesperrt wird und ihr euch das gar nicht mehr anschauen könnt, lasse ich an dieser Stelle die Musik weg. Das ist der sogenannte Freestyle-Mode. Gibt es im Single- und Multiplayer. Und man kann dann einen Song auswählen, hier wieder auch die Schwierigkeitsgrade leicht, mittel, hart. Und man muss dann eben Tricks ausführen, um Punkte zu erhalten und am Ende den Sieg davon zu tragen. Der letzte Modus, den ich euch vorstellen möchte an dieser Stelle, ist der sogenannte Panna-Modus. Hier können Spieler Punkte erzielen, indem sie entweder Tore schießen oder einen sogenannten Panna-Wettbewerb initiieren. Und da geht es halt darum, dass man den Gegner möglichst stylisch austrickst. Man muss dann ein paar Tastenkombinationen drücken und im Idealfall gewinnt man das Panna-Duell und kriegt dafür dann eben entsprechend 2 Punkte. Für ein Tor gibt es 1 Punkt. Und hier müssen wir halt eben die entsprechende Kombi ausfüllen. In dem Fall A drücken und den linken Stick nach unten bewegen. Und wenn das geklappt hat, ja, dann gibt es noch ein paar weitere Kombinationen, die wir durchführen müssen. Wie bereits erwähnt, erscheint Street Power Football am 25. August 2020 für PC und Konsolen. Den Link zu Steam habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare hinein. Und falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer. Und fast hätte ich es natürlich noch vergessen, natürlich sollt ihr auch noch einmal den 3 gegen 3 Mode sehen. Hier an der Great Wall of China. Da können wir ein bisschen rumtricksen, da können wir ein bisschen passen, spielen und ja, im Prinzip alles, was wir in den vorherigen Modis gesehen haben, auch noch einmal direkt anwenden. Meine Meinung zu Street Power Football ist ein wenig zwiespalten. Ich finde, es macht unheimlich viel Spaß. Es ist ein cooles Konzept. Es macht definitiv Laune. Das Einzige, was ich ein bisschen kritisch finde, ist der Preis und der liegt aktuell bei 44,99 € bei Steam, allerdings auch nur für Vorbesteller. Regulär kostet das Spiel 49,99 €, was ich persönlich, wie gesagt, ein bisschen zu viel finde. Ich finde, 30 € wären hier definitiv gerechtfertigt gewesen, aber wenn ihr Street Football mögt, dann solltet ihr hier auf jeden Fall zuschlagen und ihr werdet damit eine Menge Spaß haben. So, jetzt aber bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.